Schon im 12. Jahr trägt unser geliebter Kaiser seine schwere Krone. Höchste Zeit, sich an Dinge zu erinnern, derer wir uns noch gar nie erinnert haben. Die Seifenstein-Chroniken. Kapitel 9. Morgen, Majestät. Morgen. Majestät, sind wir heute noch schneller als ich ausgezeichnet. Dann können wir gleich mit dem nächsten Kapitel unserer Chronik beginnen. Ja, da werden wir aber ein Problem bekommen, Safelstein. Inwiefern, Majestät? Ja, wir haben die ganze Nacht drüber nachgedacht. Wie wollten Sie Ihre Chronik nennen? Des Kaisers vergessene Untertanen? Das wäre mein Vorschlag, Majestät. Aha! Sie Theoretiker! Wie bitteschön soll man denn eine Chronik machen über Untertanen, die man vergessen hat? Ha? Nun, Majestät, das ist in der Tat ein Paradoxon. Ja, dann schauen Sie, dass Sie aus diesem Paradoxon rauskommen. Majestät, der Titel ist selbstverständlich metaphorisch gemeint. Ich möchte Interesse bei den Untertanen wecken, sie neugierig machen. Teasen, wie man neudeutsch sagt. Ja, dann machen Sie jetzt dieses Meta. Machen Sie Meta, Safelstein. Sehr gerne, Majestät. Ich würde vorschlagen, wir beginnen hier. Nein. Nicht FIFA, nicht schon wieder Fußball, Seifenstein. Das wollte man wirklich vergessen. Man spricht es Pfeiffer, Majestät. Und die Dame ist wirklich interessant. Ach so. Ist sie sowas wie eine Rapperin, Seifenstein? Ist sie das? Ja. Wo kommt sie her? Aus München. München? Helfen Sie uns, Seifenstein, München? Majestät, das wäre die South West Coast von Deutschland. Ah. Yo. Ghetto. Absolutes Ghetto. Dirndl-Ghetto. Ja, sicher, muss man aufpassen. Ne? Hat sie ihre Tattoos überschminkt? Das gehört doch bei den Rappern, die haben doch alle Tattoos, oder nicht? An und für sich schon, Majestät, Hofbittstelle, bitte. An und für sich ist ein richtiger Rapper. Tätowiert. Da schaut sie schon ein bisschen anders aus, muss man bisschen, sagen. Bisschen, ja. Aber vielleicht wird's noch, Ja. Nur man weiß ja nie, ne? Haben wir vielleicht einen Tätowierungsvorschlag für die Pfeiffer? Sehr wohl, Majestät, Hofbittstelle, ich würde vorschlagen, auf einem Arm Robert und auf dem anderen Heinrich. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja? Ja, wirklich. Also, wenn da jetzt Robert steht und da Heinrich, wo steht dann der erste Seifenstein? Wahrscheinlich irgendwo dazwischen, Majestät. Am Rücken. Am Rücken? Am Rücken, ganz groß der erste. Schau, so, als eine Art besitzanzeigendes Fürwort. Ja. Na? Na? Aber schaut gut aus. Ich würd's mir überlegen. Ein bisschen bunt vielleicht. Wir haben eine Botschaft an unser Volk. Ja. Und das wollen wir jetzt einmal auf musikalischem Wege versuchen. Ich glaube, Seifenstein, sie ist die Richtige dafür. Ja. Jawohl, Majestät. Ja? Sie soll uns eine Steuerreform rappen. Ja? Lass uns unser Werkzeug bringen. Befehl, Majestät. Vormärz. Biedermeier. Also, sie muss auch ihr Werkzeug nehmen. Ja. Seifenstein. Majestät. Sie sind unser Effektgerät. Kommen Sie her. Befehl, Majestät. Wie Sie sehen kann, rappen wir sehr viel. Ich bin wirklich neidisch. Ja? Ernsthaft jetzt. Wirklich? Aber da rappt ihr in den Engel. Nein, wir sind eine, man sieht's nicht, aber wir sind eigentlich eine Beatbox. Ach so, das ist eine Beatbox? Wir sind, nein, ich. Ach so. Also wir. Ihr. Wir sind eine kaiserliche Beatbox. Ich hab Gänsehaut. Zu Vor Recht. Freude. Zu Recht, ja. Also, ich muss mal ausprobieren, ob die Beatbox auch funktioniert. Kutschi, 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 kutschi. Das war ja noch kein Beat. Nein, das war außerdem was falsch. Was sagt Kutschi, kutschi, kutschi ist ein Kinderlied. Das geht ja nicht, ne? Kutschi, 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 kutschi. Tschuku, 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 tschuku. Der kommt jetzt. Sehr gut. Also, es wird Sie überraschen, wie gut wir Beatboxen können. Ich bin jetzt schon beeindruckt. Ja, ich auch. Machen wir jetzt noch einen Rhythmus und nicht zu schnell. Ja, okay. Mama, mach ihr mal. Du, da, du. Du, da.
ihr zahlt Essen, aber am meisten zahlt die Steuer. Euer Konto, das ist leer. Und die Reichen gehen feiern. Wo das Geld hingeht, das wissen wir schon. In Verwaltung, in Sarate oder Korruption. Drum zahlt diese Typen keine Steuern mehr. Das Geld kommt doch nie an. Auch nicht am Bundesheer, denn das Geld kommt doch nie an, dass sie euch nicht enttäuschen. Da fehlt der Text, dass sie euch nicht enttäuschen. Dass sie euch nicht enttäuschen, das erlebt ihr nie. Das ist die Steuerreform von Robert Heinrich MC. Yo! Frau Merz? Tschuku, tschuku, tschuku. Tschuku, tschuku, tschuku. Sobst und sie Schurke, das finden wir vermessen. Wie konnten sie diesen Schatz je vergessen? Baum. Tschuku, tschuku, tschuku. Baum. Tschuku, tschuku, tschuku. Ich hab meinen Kaiser im Ohr. Oh, sorry, sorry, Sir, das kommt nie wieder vor. Na Oystern, 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 na Oystern. Ja, Schatzilein, wir haben jetzt wirklich keine Zeit für dich. Wir müssen arbeiten, siehst du das nicht? Husch! Wann wird dir endlich begreifen, was wir für Österreich leisten müssen, Seifenstein? Ganz meine Ansicht, Majestät. Ja, jetzt frisch uns unser Gedächtnis weiterhin auf, Seifenstein. Sehr gerne, Majestät, wenngleich das jetzt ein ziemlicher Kontrast wird. Freut uns sehr, dass sie gekommen ist, Vasilako. Wie kann man ihren Job umschreiben? Ist sie der Seifenstein vom Häupl? Wieso lacht der Seifenstein? Majestät, das würde bedeuten, dass Frau Vasilako sehr viel Arbeit hat. Und sehr viel denkt. Er pudelt sich jetzt noch auf. Also, wie kann man ihren Job umschreiben? Viel zu tun. Viel zu tun, ja. Und viel Verkehrspolitik, viel Stadtplanung. Ist sie Verkehrsstadträtin? Ja. Ja, richtig. Wir können uns erinnern. Was war der Spitzname von der Vasilako bei uns am Hof? Majestät, wir nennen sie liebevoll die Nana Muscuri der Südosttangente. Also, was hat sie denn erreicht für die Grünen in der Stadtregierung bis jetzt? Na gut, also wir hätten auf alle Fälle eine unglaubliche Saison in Sachen Radverkehr, Majestät. Also wirklich? Wirklich 1 Million Radfahrer und Radfahrerinnen am Ring, das erste Mal heuer in diesem Sommer. Das macht das schöne Wetter, ja? Ja. Danke für den Klimawandel, oh. Danke. Was bedeutet das in Wien, wenn wir so viele Autos haben, können wir ja was für den Umweltschutz machen, nicht? Sollten wir, finde ich, ja. Ja? Na, dann fangen wir am besten in China und in Indien an, da haben wir ja noch mehr Autos, oder, Seifenstein? Sehr wohl, Majestät. Weil, so wie wir es begriffen haben, dann, das, dem CO2 ist es wurscht, ob es ein Chineser ist oder ein Österreicher. Aber Majestät, werden verstehen, es fällt mir schon schwer genug, die Wiener davon zu überzeugen, das Auto lieber zu Hause stehen zu lassen. Stellen Sie sich vor, ich versuche es mit über 1 Milliarde Chinesen. Mutig. Na, wir haben es uns überlegt, größenwahnsinnig. Also was außer Vorradeln, die jetzt ein großer Verdienst sind? Was hat sie denn noch bewirkt als Verkehrsstadträtin? Als Verkehrsstadträtin? Ja. Sie hat sich auch ganz genau angeschaut, wie es aussieht mit der Belastung, also durch die vielen Abgase. Ja. Und ab
in ein paar Monaten, ab jetzt, wird die Parkraumbewirtschaftung ausgeweitet in Wien. Das heißt, man muss... Ui, eine populäre Maßnahme. Na, das ist... Da könnt ihr aber bei den nächsten Wahlen... Ich muss gestehen... Na? Ich muss gestehen, Majestät, besonders populär ist das nicht. Das ist aber... Die Grünen wissen, wie man Herzen gewinnt. Na, als Charmoffensive war es nicht gedacht. Was nicht muss man gedacht, ehrlich sondern? Sagen. Nein, es ist gedacht als wirklich konsequente Maßnahme, weil entweder wollen wir jetzt etwas machen für den Klimaschutz oder wir lassen es lieber gleich sein und geben es auf und sagen, das war nichts. Ja, der Berlakovic hat einen sehr interessanten Beitrag dazu geleistet. Und steigen wir aus dem Kyoto-Protokoll, ne? Zum Beispiel. Er hat doch gesagt, er ist nicht zuständig dafür. Ich fühle mich schon zuständig. Also ich meine, man soll schon etwas machen und es kann nicht immer sehr populär sein. Wir haben uns überlegt, wie man alternative Energie gewinnen könnte in Wien. Und da könnte sie ihren Beitrag dazu leisten. Ja? Seifenstein, zeigen Sie das, was wir uns überlegt haben? Zu Befehl, Majestät, Hofbildstelle, bitte! Ja. Sagen Sie, Seifenstein, sind diese Hamsterradwege jetzt ausgebaut worden in Wien? Vermutlich, Majestät, werden Hamsterräder doch viel seltener gestohlen als Fahrräder. Ja, weil sie nicht so wendig sind, gell? Vor der Vasilaku, da hat sich doch eine andere um den Häupl gekümmert, oder nicht? Vollkommen korrekt, Majestät. Ja. Bitte sehr. Die Stadträtin für Wirtschaft und Finanzen von Wien, Renate Brauner. Jetzt haben wir es verstanden, was der Seifenstein gesagt hat. Sie hat Beziehungsprobleme und sie ist Finanzstadträtin von Wien. Ja, die hat ein Beziehungsproblem zum Geld. Oder nicht? Beziehungsproblem würde ich nicht sagen, aber es könnte immer mehr sein. Ja, das merkt man bei den Parkgebühren zum Beispiel, nein? Und beim Wasser und bei sonst allen. Ne? Ist ja viel teurer geworden, oder nicht? Ja, Wien ist eine wunderbare Stadt. Ja. Wir investieren viel Geld. Ja. Und das muss natürlich auch finanziert werden. Es wäre natürlich schön, wenn wir irgendwo so ein Goldesel hätten. Ja. Aber leider, an Gibt's dem arbeiten wir noch. Hm. Aber vielleicht könnten Eure Majestät... Ja, sicher. Seifenstein hat es am Anfang erwähnt. Sie hat, wie wir wissen, der kaiserliche Geheimdienst arbeitet sehr genau, ein bisschen ein privates Problem. Seifenstein. Befehl, Majestät. Frau Brauner hat diesen Herrn seit Jugendjahren treu begleitet. Wer ist das? Der Großcousin von Hans Krankl? Der Neffe von Che Guevara? Wer ist das? Weißt du, vielleicht klärt sich's auf, wenn wir ihn heute zeigen, Hofbildstelle. Ja, und da haben wir gehört, der hat sich jetzt eine Jüngere genommen, gell? Seine mediterrane Flitschen. Klingt sehr selbstverständlich? Ja. Eine mediterrane Schönheit. Ja, eine mediterrane attraktive Frau. Ja, wunderschöne Absolut. Frau. Wir haben sie ja schon kennengelernt. Ja. Wir hätten ja selber, aber offensichtlich hat der Häupl da schon den Finger drauf gehabt. Ne? Also, und wir haben jetzt genau analysiert. Ne? Also er hat sich jetzt eine Jüngere genommen, der Häupl. Ne? Leider Gottes. Und da haben wir einen E-Mail-Verkehr abgefangen. Oh. Ja, Seifenstein. Befehl, Majestät. Hofbildstelle. Ja, wie Sie sehen können, eine E-Mail von ihr. Wer ist diese Frau mit dem Akzent? Sag mir die Wahrheit. Also offensichtlich hat sie da schon am 20.11.2010 gewusst, da ist was im Busch. Ne? Dann die zweite E-Mail, die war devastierend. Am 25.05.2011, du wirst dich noch schön anschauen als Begriff. Ne? Wenn die Griechen endlich aus der EU fliegen, dann lasse ich es abschieben, dein Flitscherl. Majestät. Irgendwas mit dem Geheimdienst stimmt nichts, nicht meine Diktion. Wirklich nicht? Na. Trampe oder na. Was soll das? Wie hätte sie es formuliert? Naja, ich würde sagen, die Frau hat Akzent. Ja. Und ich habe das Geld. Interessante Einstellung für Sozialdemokratin. Ja. Also Seifenstein, wir sind
Ja, positiv wäre vielleicht zu viel gesagt, weil am Ende des Tages sind ja weibliche Politiker noch immer Politiker. Ne? Aber wir sind überrascht, dass so viele Frauen in der Politik mitmischen. Ganz meine Ansicht, Majestät. Zumindest in der Hauptstadt. Ja. Noch ein Beispiel gefällig? Bringen wir es hinter uns. Zu Befehl, Majestät. Beate Meindl-Reisinger. Sie ist eine Politikerin. Jawohl, aber die arme Frau, Seifenstein, was für ein Schicksal, dass es das in Österreich heutzutage noch geben muss, gell? Furchtbar. Freigewählt. Welche Partei? Die Neos, Majestät. Ach so, keine richtige Politikerin. Dann ist das eh bald vorbei. Wie fühlt sich das an? Ja, ganz gut. Wirklich? Ja. Anstrengend ein bisschen, aber durchaus gut. Ja, mit dem Stolz, das kann man vorstellen. Ne? Na, das ist das, das eigentlich angenehmste noch. Wirklich? Ja, im Vergleich zu den anderen Parteichefs. Oder den anderen Parteimitgliedern, ne? Na, ja, durchaus. Will sie was trinken oder was rauchen? Ein öffentliches Wasser wäre ganz gut. Wird man als Neos geboren oder findet da irgendeine Mutation statt? Ja, die Mutation, die stattgefunden hat, war die Wut, die sich aufgestaut hat. Wirklich? Ja, durchaus. Eine Wutbürgerin? Jetzt eine Mutbürgerin. Eine Mutbürgerin? Man kann es ja kanalisieren. Wirklich? Ja. Wie geht das, Seifenstein? Nun, Majestät, die meisten Neos waren früher ÖVPOs. So auch Frau Meindl-Reisinger. Zunächst war sie Assistentin bei Ottmar Karas, der für die ÖVP bei der heurigen Europawahl den ersten Platz errungen hat. Schau. Also kaum war sie weg, hat der Karas gewonnen. Ja, kaum war ich weg, war er wieder Spitzenkandidat. Das war ja einer der Gründe, warum ich gegangen bin. Dass der Herr Strasser, von dem heute ja schon die Rede war, dann auf einmal Spitzenkandidat war. Ja, aber es hat sich ausgezahlt für ihn. Ja. Das denkt er sich auch oft wahrscheinlich. Was hat sie dann gemacht, Seifenstein? Meistens danach war Frau Meindl-Reisinger Referentin für Frauen, Familien und Integrationspolitik im Kabinett von ÖVP-Staatssekretärin Christine Mark. Also, Frauenpolitik in der ÖVP. Also, anderen Frauen erklären, also, ihr müsst schon Kinder kriegen, gell? Nein, die Christine Marek war da anders. Die war ja da durchaus ein bunter Vogel, der liberalere Teil der ÖVP. Ja. Sie gibt's nicht mehr. Wie wird man zu einem Neos und wann? Also wann ist sie zum Neos geworden? Also grundsätzlich durch freie Entscheidung. Das ist uns einmal wichtig. Zwang haben wir nicht so gerne. Freie Entscheidung, eigenverantwortlich. Mhm. Aber tatsächlich einfach aus Wut, dass es einen Stillstand gibt, dass Reformen nicht angegangen werden und dass auch der Stil in der Politik so ist, wie er ist. Und da kann man entweder sich am Sofa bequem machen und sagen, das zipft mir alles an. Hallo, nichts über bequeme Sofas. Ja, das stimmt. Das ist ja super. Seifenstein, wie war das wirklich? Weil das ist so ein bisschen... Majestät, meinen Unterlagen zu folgen, ist Frau Meindl-Reisinger nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im Jahre 2012 zu einer Neos geworden. Vielleicht ein Schock? Postnatale Depression. Oder eine postnatale Depression oder eine Stillneurose vielleicht. Nein, es war schon wirklich gut überlegt. Ich habe es ja auch ein Stück weit mitgegründet, Eure Majestät. Wirklich? Ja, wirklich. Schau. Also ist natürlich die Initiative von Matthias Strolz gewesen, aber er hat mich geholt und ich freue mich sehr. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel herginge und man hat jetzt zum Beispiel zwei Neos und sagt, so, also... Mal sie zum Beispiel und sagt, sie will jetzt ein drittes Kind, wir machen jetzt unsere eigenen Neos. Wie würde man das machen? Wie würde man das anstellen? Nun, was kommt da jetzt raus? Wir sollten vielleicht hier die Vererbungslehre nach Gregor Mendel zu Rate ziehen. Wenn ein Neos-Weibchen und ein ÖVPos-Männchen miteinander Nachkommen bekommen, Hofbildstelle. Also, die Neos sind ja aus den ÖVPos hervorgegangen. Sie waren schwarz und wurden rosa. Ja. Warum ist der Hintern schwarz, Seifenstein? Sicher Zufall, Majestät. Ah. Gut. Betrachten wir die erste Generation. Die ehemaligen ÖVP-Neos bekamen drei ÖVPos und nur einen
reinrassigen Neo. Also der Arsch ist ein rezessives Gen. So könnte man sagen, Majestät. Sehe ich anders, eure Majestät. Ich meine, wir sind die einzige und erste Partei, die es geschafft hat, aus dem Stand in den Nationalrat einzuziehen. Ja. Wir haben es geschafft, aus dem Stand ins Europäische Parlament, in den Salzburger Gemeinderatswahl und in den Vorarlberger Landtag. Auch nicht gerade ein Hort des Liberalismus. Ja, aber weil ja keiner gewusst hat, wer ihr seid, ne? Naja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wirklich da viel Bedarf ist nach Erneuerung, dass sich einfach alle denken, so kann es nicht weitergehen. Viele denken, ein paar. Ja, ja. Ja. Und gibt es einen Urvater von dieser ganzen Entwicklung, Seifenstein? Wo sehen Sie den? Es sieht, vielleicht könnte das Problem darin liegen, dass einer der Vorfahren der Neos so aussah. Ja, aber das ist keine Maus, das ist ein Rotz. Mag sein, Majestät, aber sehr talentiert. Sie konnte Cello, Klavier zeichnen. Ja. Also, das war ja auch schwarz-blau. Weiß ich nicht, ob man das wirklich als Urvater der Neos sehen kann, ganz ehrlich. Echt nicht? Nein, echt nicht. Hm? Echt nicht, Eure Majestät. Sie trägt ein blaues Kleid? Das ist richtig. Deshalb würde ich eine Strache trotzdem nicht zum Bürgermeister machen. Sie tritt ja selber an, oder? Das ist richtig. Das ist eine Ansage, ne? Ja. Ich habe Eure Majestät auch was mitgebracht. Wirklich? Ja. Schau. Ein Stück vom roten Filz in Wien. Der wärmt hin und wieder einige wenige. Und sie ist so heiß. Darf ich ihn da lassen? Ja, gerne. Dankeschön. Sie tritt bei der Wien-Wahl an. Ja. Was würde sie machen? Also dagegen trete ich an, gegen diesen roten Filz. Aha. Und ich würde auch das durchaus strukturelle Korruption nennen. Was? Schau, mutig. Ja. Und sie in Wien? Ja, sie ist geboren in Wien. Mutig. Ja. Also an Mut fehlt es uns ja nicht. Nein, nur an Geld. An Geld? Und dann lacht sie auch noch. Ja. Was fehlt das Geld? Naja, ein bisschen David gegen Goliath. Das. Ja, aber damit sie eine Chance hat bei der Wien-Wahl, müsste ein bisschen das Auftreten verändern, Seifenstein. Das ist. Sowohl Majestät, um in Wien erfolgreich zu werden, müsste Frau Meindl-Reisiger möglicherweise einige Veränderungen vornehmen lassen. Hofbildstelle. Ja, das schaffe ich vielleicht noch. Und das mit dem Doppelkind, das werden Sie halt hinkriegen, oder? Ja. Wie viel Kilo wären das? Das ist ein bisschen. Wie viel wird da heute Blams? 170, 180? Wer weiß, wir wissen das nicht. Ja, vielleicht noch zur Unterstützung, damit die Leute sie auch wiedererkennen. Ja? Oder vielleicht sogar verwechseln, vielleicht noch ein kleines Abschiedsgeschenk, Seifenstein. Befehl, Majestät, Wiedermeier. So. Ah, ja. So. Und, Seifenstein, hat es geschafft, Wiener Bürgermeisterin zu werden? Nun, Majestät, die nächsten Landtagswahlen in Wien finden 2020 statt. Sonst gibt's die Neos überhaupt noch? Majestät, Gerüchten zufolge haben sie sich sogar geringfügig vermehrt. Ist ja wurscht. Politiker kommen und gehen. Nur einer bleibt bestehen. Ja, das ist richtig. Ach so. Da Steiner, wenn der Funke gibt, geht er in die Bunde, gibt er fremd, die Sünder Steiner spielt. So die Leitung immer geht der Steiner, wenn der Funke gibt, geht er in die Bunde, gibt er fremd, die seiner Jungspartei, ist es bald vorbei. Nicht? Wir haben schon lange keine Schneekugel mehr in der Hand gehabt. Aufpassen, dass die nicht runterfällt, weil sonst wird dem Pinguin kalt. Husch! Wir bleiben dabei, Seifenstein, das ist ein Werwolf. Bitte. Wie heißt er? Lugar. 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 Noch nie gehört, Seifenstein. Wer ist er? Nun, Majestät, wie soll ich sagen, er ist einer, der ihn aus nächster Nähe kennt. Nein. Er kennt ihn persönlich? Persönlich, Majestät. Also ihn? Das ist unser absoluter Liebling.
Aber das sagen wir jetzt wirklich, das ist uns eine Ehre, dass er da jetzt da ist. Weil jemand, der ihn persönlich ist, das ist ein absolut, zeigen Sie mal einen Ausschnitt, Scheifenschein. Sehr gerne, Majestät, Hofbildstelle, bitte. Ich habe nie gesagt, dass die Politiker lügen, dass die nicht die Wahrheit sagen. Aber natürlich, das steht in Ihrem Parteiprogramm, Herr Stronach, ich weiß Politiker genau. Sagen oft nicht die Wahrheit, das steht in Ihrem Parteiprogramm. Das ist ein Unterschied, wenn man sagt, die Politiker sagen nicht die Wahrheit. Genau das habe ich zitiert. Nein. Wie Sie sich das anschauen können, ohne dass Sie sich zerkugeln, das ist großartig. Das ist unser absoluter Lieblingskomiker. Absolut, der beste Kabarettist Österreichs. Jetzt einmal unter uns. Also man sagt ja, dass Kabarettisten privat eher depressiv, mieselsüchtig sind. Ist das bei ihm auch so? Ich weiß nicht, wie es bei Ihrer Majestät ist, aber er ist... Sie sind ja kein Kabarettist. Ja, er ist ein sehr netter Mann. Ja. Also ich kann einen Termin mit Eurer Majestät ausmachen. Nein, wirklich? Ja, ich habe gehört, Sie brauchen Geld. Ja, wir nicht, der Seifenstein vielleicht. Für uns ist alles gratis. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie die Chance haben, werden Sie Kaiser, das ist ein Schlaraffenland. Wenn Sie mich adoptieren, kann ich Ihr Nachfolger werden. Ja, genau, das werden wir machen. Sagen Sie mal, noch einmal. Und was sind eigentlich die Wörter? Wissen Sie die auswendig, die Wörter? Die Wörter, die kenne ich, ja. Ja, geht schon. Wahrheit, Transparenz und Fairness. Ja. Das ist ja auch so lustig, Schaffenstein. Sagen Sie, noch einmal, wollen Sie streiten mit mir? Köstlich. Kein Wunder, dass der Milliarden hat. So ein guter Komiker muss man. Da haben wir von ihm auch einen Auftritt, Seifenstein. Ja, auch Herr Luger hat durchaus schon in der Öffentlichkeit gepunktet, Majestät. Hofbildstelle, bitte. Und die Frau Fechter weigert sich natürlich beharrlich, Interviews zu geben, im Fernsehen. Also bei Fernsehauftritten, Helen, das zu sagen. Und sie weigert sich auch beharrlich, hier heute rauszukommen, sitzt auf ihrem Sessel wie ein betäubtes Faultier und will hier nicht rauskommen. Herr Abgeordneter. Wer hat Ihnen diese Wuchtel geschrieben? Also ich vermute mal Seiler und Speer. Also es kann ja nicht jeder so fleißig sein wie mit der Seifenstein und deshalb war mir das ein Anliegen, einmal darauf hinzuweisen, dass die Frau Fechter sich einmal erklären soll und runterkommen soll und nicht immer da oben sitzen soll. Also das ist ihm selber eingefallen? Sie hat auch so gewirkt, man hat ja das Bild auch gesehen. Ne? Also das nicht, also nur weil jemand so ausschaut, muss man ihm ja nicht... Nein, ich habe gesagt, sie sitzt wie ein betäubtes Faultier. Ich habe nicht gesagt, sie sieht ja, aus... Ja, ich sage jetzt auch nicht, er sitzt da wie ein bissiger Rehpinscher, ne, zum Beispiel. Ne? Ja. Also, sowas würde ich nie machen, nicht? Das heißt, war er immer in der Politik eigentlich? Ah, nein, ich war früher mal Sportler, Spitzensportler. Wirklich? Wo ja. Hat er, was für Spitze? Judo habe ich gemacht. Ich war auch im Nationalteam, war bei der HSNS, Herresport- und Nahkampfschule. Dann habe ich eine Firma gegründet und dann hat es mich in die Politik verschlagen. Aha, wohin? Wie meinst du? Ins Parlament. Sie wissen, das ist dieses Gebäude am Ring. Ja, wo Sie noch nie waren. Furchtbar. Ja. Nein, wir waren schon dort. Furchtbar. So viel heiße Luft, Wahnsinn. Was für eine Firma war das, die er da gegründet hat? Wasseraufbereitung. Ah, wir hätten gesagt Solarium irgendwas. Gell? Er ist fast so orange wie der Pizzi Westenthaler. Na, ich fahre gerne mit dem Cabrio, das ist der Grund. Wirklich? Wo fahren Sie da? Ins Parlament und wieder nach Hause. Und wo wohnen Sie? In Süditalien? fast. Das Kilometergeld wird verrechnet. Also er ist Clubobmann.
Wie heißt der Verein, Seifenstein? Nun, Majestät, zunächst schloss sich Herr Lugar der FPÖ an, wechselte dann zum BZÖ, trat dort aber wieder aus, um als wilder Abgeordneter im Nationalrat zu bleiben. Aktuell ist er beim Team Stronach. Und es wurde Frank Stronach ja immer wieder nachgesagt, er kaufe sich sozusagen Politiker. Nein. Hofbildstelle, bitte. Ich bin sehr unabhängig. Ich kann sagen, also ich versuche immer kultiviert zu sein und konstruktiv zu sein. Ich bin von niemand abhängig. Und wenn man manchmal sagt, der Stroner will sich die Politik kaufen, ich nehme mein eigenes Geld. Was? Er verwendet kein Steuergeld, um der Partei... Deswegen ist es in Ordnung, Politiker zu kaufen. Was hat zum Beispiel er gekostet? Ich hätte sogar noch was gezahlt, dass ich dabei sein kann. Seifenstein, das ist der Beweis. Irgendwann einmal überholt der Schüler den Meister. Er ist ja noch lustiger. Das heißt, er hat gar kein Geld gekriegt? Es gibt auch Menschen im Parlament, die das aus Überzeugung tun, auch wenn sie der Majestät das nicht glauben. Ja? Also er hat nichts gekriegt. Gibt es vielleicht Hinweise darauf, dass es bei anderen nicht ganz so glatt gegangen ist? Majestät, Herr Lugas Vorgängerin Katrin Nachbauer, Hofbildstelle, hat laut Recherche der Tageszeitung Kurier vor der Gründung der Partei bis zu ihrem Ausstieg zusätzlich zu ihrem Abgeordnetengehalt insgesamt 580.000 Euro von der Stronach Group bekommen. Das ist aber großzügig, Seifenstein. Tut ihm das nicht leid, dass er da jetzt auch nicht kennt? Nicht? Die Frau Nachbauer hat ein breites Feld abgedeckt, das konnte ich nicht. Wirklich? Das ist korrekt, Majestät. Wir haben dafür Beispiele. Hofbildstelle, bitte. Ja. Ja, das ist ein breites Feld, das er nicht beackern kann. Nicht? Frau Nachbauer wurde seinerzeit Narzissenkönigin in Bad Aussee. Ach so, ja, dann ist wahrscheinlich das der Unterschied zwischen einer Narzissenkönig und einem Narzissen, gell? Ja, wenn er auch solche Fotos gehabt hätte, gibt es noch andere Frauen beim Team Stronach? Es gibt auch noch die Abgeordnete Ulla Weigersdorfer, Hofbildstelle. Ja, vorbildlich der Frauenanteil, Seifenstein. Wie viele Frauen sind da noch im Team Stronach? Ja, wir haben den höchsten Frauenanteil überhaupt im Parlament. Wirklich? Wir sind aber ein kleiner Club, muss man auch dazu sagen. Wie viele sind es noch? Ja, wir sind noch 6. Fühlt ihr euch überhaupt in der Kantine? Wir haben so Geräte, die piepsen, dann hört man das besser, dann können wir uns leichter finden. Oder so mit Find My Phone vielleicht? Ja, so. Genau, ja, so Ortungsgeräte für die Abgeordneten, ja. Das gibt's auch. Vielleicht eine WhatsApp-Gruppe gründen. Bin schon da, IE auch gleich. Muss nur das Cabrio zumachen. Ja, kann's regnen. Haben wir noch was Lustiges von ihm, Seifenstein? Nun, Majestät, es erhebt sich immer wieder die Frage, wofür das Team Stronach eigentlich steht. Von den Werten war schon kurz die Rede. Angetreten ist es ursprünglich als Wirtschaftspartei, wobei sich Herr Luger persönlich in letzter Zeit vor allem der Evolutionsbiologie gewidmet hat. Hofbildstelle, bitte! Die meisten, die kommen, sind ungebildet, sind religiös, verblendet, sind fanatisch, nicht integrierbar und haben ein Weltbild wie die Neandertaler bei uns, wo man die Frauenrechte mit Füßen tritt. Und dass die Grünen sich für solche Spezies einsetzen, ist für mich wirklich eine Katastrophe. Denn normalerweise haben die Grünen immer die Frauenrechte hochgehalten. Und jetzt holen sie genau solche Neandertaler herein, die wir bei uns Gott sei Dank ausgerottet haben, die Frauenrechte mit Füßen treten. Herr Klobuchmann, bitte. Das geht zu weit. Ich muss Ihnen dafür einen Ordnungsruf geben. Ja, vor allem war das ein Blödsinn, was er da gesagt hat. Ja? Die sind ja nicht ausgerottet worden, die sind ja ausgestorben. Und wir haben ja 2% unseres Genmaterials, haben wir ja den Neandertalern zu verdanken. Er weiß das. Ja? Und eigentlich waren ja die Zuwanderer die anderen. Es ist um das... Manche von uns haben offenbar viel mehr Neandertaler-Gene in sich. Es ist um das Weltbild. Ich hätte auch sagen können, es ist ein rückständiges Weltbild. Ich habe einfach den Neandertaler als rückständig sozusagen als Synonym verwendet.
Aber Eure Majestät, mir geht es darum, dass die Augenweide nicht eines Tages möglicherweise mit dem Schleier hier reinkommt. Fänden wir zum Beispiel sexy? Ist eine gute Idee für die nächste Audienz, Seifenstein? Na, vielleicht sollten Eure Majestät einmal den Schleier versuchen. Vielleicht wäre das kein schlechter Idee. Das haben wir schon, das ist sehr sexy. Beim Essen ist es ein bisschen unangenehm, ne? Da muss man immer so schwierig. Er macht uns immer schärfer. Wirklich? Na dann. Was haben Sie vor mit uns, Seifenstein? Ist der gefährlich? Möglicherweise, auf jeden Fall ist Herr Luger um seine eigene Sicherheit sehr besorgt, denn er ist Waffenbesitzer. Nein! Ja! Waffenbesitzer? Ja. Hat er jetzt eine Waffe bei sich, Seifenstein? Das kann ich mir nicht vorstellen, Majestät. Man geht doch nicht bewaffnet zu seinem Kaiser. Ja, sind Sie sich sicher? Ich denke schon, Majestät. Ich denke schon. Sie sollen sich nicht sicher sein. Sie sollen sich sicher sein. Zu Befehl, Majestät. Biedermeier. Also, ich bin unbewaffnet, aber ich bin als Person eine Waffe. Ich bin eine Waffe auf zwei Beinen. Stehen Sie mal auf, lassen Sie sich noch Waffen dazu. Ich bin aber sehr kitzelig, ich sag's nur, ja. Also, wow. Okay, ich bin doch bewaffnet. Ja. Das ist schleierhaft, nicht? Solches Mordwerkzeug nehmen Sie mit, Luga? Ja, ich bin halt etwas ängstlich. Mir wären ein paar andere Adjektive eingefallen. Ängstlich ist auch in Ordnung. Jetzt ist er ja beim Team Stronach. Da war doch was, dieser großartige Witz, den der Stronach gemacht hat mit diesen Berufspolitikern, Seifenstein. Das ist korrekt, Majestät. Herr Stronach möchte eigentlich das Berufspolitikertum weitgehend beseitigen. Auch dazu haben wir ein Beispiel. Hofenstelle, bitte. Wir werden einen Ehrenkodex haben, die unterschreiben müssen. Und wir sagen, Politiker, Maximum 2 Perioden. Ein Kodex? Hat er auch einen Kodex unterschrieben? Selbstverständlich. Ja. Das heißt, er hat noch 5 Jahre. Genau. Was macht er dann? Ich bin ein Elektriker, ein Gelernter. Möglicherweise kann ich bei Eurer Majestät anfangen. Dann geht Ihnen ab und zu vielleicht ein Licht auf. Oder jemanden ist gerade die Sicherung durchbrennt. Stopp, 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 stopp. Also den können wir jetzt wirklich vergessen, Seifenstein. Das Team Stronach gibt's ja nicht mehr. Was für ein unglaublicher Verlust. Mag sein, Majestät, aber ihn gibt es schon noch. Was? Herr Luger ist gerade noch rechtzeitig vor der letzten Wahl zur FPÖ übergelaufen und sitzt nach wie vor im Parlament. Also das ist würdelos. Ja, das ist würdelos, sich immer auf die Seiten des Gewinners zu schlagen. Ne? Also entweder man gewinnt aus eigener Kraft oder man geht erhobenen Hauptes unter. Ist so, Majestät? Soll das eine Anspielung sein, Seifenstein? Keineswegs, Majestät. Nur eine Gedächtnisstütze. Ah, das. Mit Verlaub, Majestät. Majestät sollten sich den nächsten Zug genau überlegen. Sie werden gleich sehen, warum unsere Perchtoldsdorfer Eröffnung in die Schachgeschichte eingehen wird, Seifenstein. Rössel auf B3. Landwirt Ade. Bei allem nötigen Respekt, Majestät, ich habe Majestät gewarnt. Königin auf A1. Schach. Matt, in 2 Zügen, nur so nebenbei. Oh. Ja, dann wird höchste Zeit, dass Sie die Sankt-Vigila-Variante des Gambit kennenlernen. Seifenstein. Berserker auf Y22. Aber Majestät, weder existiert im Schach eine Figur des Berserkers, noch gibt es ein Feld Y22. Oh. Majestät. Aber Majestät. Yeah!
Deswegen nennt man das auch das königliche Spiel Seifenstein. Und jetzt Kaiser auf Königin. Naja, niemand ist das halt sportlich, Seifenstein. Wir haben die Regeln des Schachs modernisiert. Verstehe, Majestät. Sag's, haben Sie noch irgendwelche anderen Politiker-Wasteln, die wir vergessen haben? Einen habe ich noch, Majestät. Einen habe ich noch. Wir haben eine junge, hoffnungsfrohe Seele leider an ein dunkles System verloren. Der jüngste Abgeordnete im österreichischen Parlament, Julian Schmidt. Er ist ein Kärntner. Wo aus Kärnten? Aus Klagenfurt. Neuerdings aus Klagenfurt am Wörthersee. Ja, Klagenfurt. Genau. Klagenfurt. Und er ist Politiker geworden? Warum? Uns interessiert das. Ne? Warum ein fescher junger Mensch wie er, offensichtlich gescheit, ne? Und der gerät vom rechten Weg ab? Ja. Was ist passiert, dass der sagt eines Tages, na, jetzt möchte er strohig werden? Naja, am rechten Weg, muss ich sagen, war ich ja nie. Also da war ich ja in Kärnten eher sozusagen ein gebranntes Kind. Und ja. Im Untergrund. Sozusagen, ja. Also ja. Die Grünen waren ja da sozusagen lange Zeit der Untergrundsbewegung. Also wo ich da dazugestoßen bin, ja. Da waren die Grünen noch nicht einmal im Landtag. Da haben Sie sich unten noch in der Kanalisation getroffen? So ähnlich, genau. Und in den Katakomben, ne? Bei den Gebeinen. Ja, so ähnlich. Aber auf jeden Fall, ich bin dann zu den Grünen gestoßen. Und das war, dann haben wir eine Jugendorganisation gegründet mit 200 Euro Jahresbudget. Also das war auf jeden Fall... Wie viel war es da? Zu zweit, zu dritt, zu viert? Nein, wir waren glaube ich, beim ersten Treffen 10 Leute oder so. Aber ich war damals 14. Ich wollte irgendwie was tun gegen die Situation, eben wie sie in Kärnten damals war. Aha. Das war vor allem... Also was das war da? Doch alles in Ordnung, oder nicht? Ja, wenn eure Majestät dieser Meinung sind. Es war irgendwie... Also es war ein bisschen dazu ein Auslöser gegeben. Also... Ich war in der Schule damals noch eben 14 Jahre ja. alt circa. Und ja, dann ist der damalige Landeshauptmann, der Haider, zu uns gekommen und hat irgendwie so gesagt, mit 5 Bodyguards, also total martialischer Auftritt. Ja. Und wir haben Anstecker gegen ihn verteilt und dann ist der Schulwart zu mir gekommen, der war damals aus der damaligen Perspektive 3 Meter groß und hat mir einen Anstecker von der Jacke runtergerissen. Und ja, und ich und meine Freunde haben dann gedacht, okay, irgendwie die Meinungsfreiheit ist gefährdet und dann sind wir natürlich zu denen, die am meisten gegen dieses System in Kärnten waren und das waren die Grünen. Genau, das war eigentlich der Grund, wie ich da dazu gestoßen bin. War er überhaupt schon einmal im Parlament, Seifenstein? Ja, sehr wohl, Majestät. Herr Schmidt hat vor kurzem seine allererste Rede im österreichischen Nationalrat gehalten. Hofwildstelle, bitte! Das ist jetzt meine erste Rede und dementsprechend aufgeregt bin ich auch. Und dementsprechend aufgeregt ist man wahrscheinlich meistens an seinem quasi ersten Arbeitstag. Also ausgeflippt, Anzug ist er schon gewesen. Ich meine, das ist das Hohe Haus. Ich meine, nicht, dass wir kein Verständnis haben. Wir täten da doch nackert einigen. Schleckerbätsches, Hirseln. Ja, also, da waren schon ein paar andere supernackt drin. Ja. Das stimmt. Ja, supernackt. Aber so schauen doch Politiker normalerweise nicht aus. Die schauen doch anders aus. Sehr ja? viel anders, Majestät. Klassisches Beispiel, Hofbittstelle, bitte. Ja. Ja. Also danke für das Kompliment, Eure Majestät. Er lacht jetzt noch, aber was er nicht weiß, das ist der Fritz Neugebauer, 29 Jahre alt, seit 7 Jahren in der Politik. Der hat vor 7 Jahren auch noch so fesch ausgeschaut wie er. Die Politik hat ihn fertig gemacht. Ja? Hat er keine Angst, dass ihn die Politik auch vernichtet? Hat jetzt schon. Jetzt schon, ja. Also, ja, eigentlich, Eure Majestät, Sie haben jetzt schon sehr eingeschüchtert, muss ich sagen. Ja, also, Sie müssen ja gleich mit solchen Geschützen aufhören. Ich bin da schon reingegangen, jetzt, um irgendwie ein bisschen die Welt zu retten. Und ich hoffe natürlich da um eure Unterstützung. Na, um die Welt zu retten und Weltfrieden herzustellen, da muss man Miss werden. Ah ja, stimmt.
Shit, das hätte ich mir vorher denken können. Nach Thailand fliegen, ein paar Operationen, ein paar Dinge. Geht sich das aus? Genau, ja, man kann dann für den Weltfrieden irgendwas machen. Nein? Nein? Also, er will die Welt retten. Ja, das ist... Fangen wir mal mit Österreich an. Das ist schon schwerer. Schwerer als die Welt zu retten, ist Österreich zu retten. Mörderwuchtel. Weiß nicht, ob die beim Wähler so ankommt. Wobei er ja wahrscheinlich eh so mehr in das Segment so lieb. Ja? Ist ihm das klar, dass er aufgestellt werden wird von seiner Partei für alle, die beim Wählen jemanden haben wollen, der lieb ist? Naja, ich weiß nicht, es war ja so mit der Kandidatur überhaupt, wie man sozusagen bei den Grünen Kandidat ja. wird, das war ja, ist ja ein recht großer Kongress, der schaut circa aus wie euer Auditorium, noch ein bisschen größer und da wird man dann gewählt, da habe ich gegen viele Leute kandidiert, das war für mich ja ziemlich überraschend, dass ich da gewählt worden bin, also ich weiß nicht, natürlich, es gibt viele Gründe, warum man gewählt wird, das glaube ich auch, aber ich wäre mir schon ganz schön anstrengend, dass ich jetzt da sozusagen auch euch, Eure Majestät, da vom Gegenteil überzeugt. Hm. Ja, aber vielleicht war er den meisten Leuten unsympathisch. Weil er dachte, der Fakon ist, der kehrt ins Parlament. Ja, ja, so, das habe ich noch nicht so gesehen. Ja. Ja? Genau. Zuerst nachgedacht, dann gelacht. Ne? Vielleicht wollen die Leute ihn gar nicht in der Partei. Weiß er schon, wie hat er ein eigenes Büro dort schon? Nein. Nein? Nein. Genau, also das ist momentan. Also, sitzt du dann bei der Eva am Schoß und sagst. Nein, ganz so romantisch ist es nicht im Politikalltag. Also es ist so, dass die. Ja, uns gefällt sie auch, glaube ich nicht. Also nein, es ist so, dass. Also das ist jetzt alles, also so einen richtigen Alltag gibt es momentan noch nicht. Also wie gesagt, die Angelobung war ja wirklich ganz knapp erst vor einem Monat. Ja. Das heißt, jetzt ist alles eher so ein bisschen in der Phase, wo alles noch nicht so ganz fix ist. Also ja. Was hat er vor, dass die Parlamentsreden dann auf MP3 aufgezeichnet werden? Ja, also ich glaube, das Hauptding wird einfach Übersetzungsarbeiter im Nationalrat sein. So jung und schon an die Politik verloren. Traurig, traurig, traurig. Es gibt gute Nachrichten, Majestät. Was? Herr Schmidt muss jetzt gar nicht mehr so oft ins Parlament. Ja, das wird ihn freuen. Ja, da kann er endlich seinen Wehrdienst antreten, nicht? Durchaus, Majestät. Wiewohl, es soll ja Leute geben, die sich's im Hinblick auf den Wehrdienst richten können. Was? Gottes Willen, Majestät, was wird denn nun aus uns? Genießen Sie doch das Abenteuer, Seifenstein. Dieser Irrtum wird sich früh genug aufklären. Wo sind eigentlich die Damen? Die ganze Kompanie auf mein Kommando! Ich spreche Sie an als Vollhirschen. In Linie zu einem Glied angetreten! Sagen Sie, Seifenstein, muss der so schreien? Keine Ahnung, Majestät. Haben wir da ganz einen Lustigen? Was haben Sie gesagt? Also, wir haben gesagt, dass wir... Wer? Ich halt, ne? Ja, ihr. Eigentlich ihr. Mir? Nein, wir, nicht Sie. Sie? Ja, im Sinn von Sie. Naja, ich, ne? Also, wer jetzt? Sagen Sie, hat Ihnen schon einmal jemand gesagt, dass Sie sehr schwer vom Begriff sind? Keiner, der noch lebt. Was ist das überhaupt für eine Fantasieuniform, die Sie da haben? Sie schauen aus wie ein Christbaum nach dem sauren Regen. Sind wir lustig oder was? Pardon, meine Herren. Ich denke, es handelt sich hier einfach um ein riesengroßes Missverständnis, über das wir schon alle bald herzhaft werden lachen können. Ah, werden wir können. Durchschauen. In der Tat. Sehen Sie, schließlich handelt es sich bei seiner Majestät um seine Majestät, nicht wahr? Na sicher.
Und als Majestät sind Majestät auch Oberbefehlshaber des Heeres. Also quasi Ihr Vorgesetzter. Vorgesetzter? Oh, also alles ein Irrtum. Ja, ja, da hat er schon recht, der Seifenstein. Und wir können auch aufklären, warum. Schauen Sie, wir sind ja schon eine Viertelstunde da und haben noch immer keine Jause bekommen, also. Na, bedauern Sie nicht. Na, jetzt dann. Ja, wir bedauern, dass Sie noch immer kein Stiefel im Ort haben. Sie Vollgummi! Sofort ins Quartier, zieht sich um. Und wenn Sie in 5 Minuten nicht wieder da sind, dann schmeißt Granada! Pardon, meinten Sie Granada oder Grenada? Ist ja ein gewaltiger Unterschied. Südspanien oder die Karibik? Jetzt hör's einmal zu, S-Baden, und du Klotzenbongo und du Nosenbär, ja. Ich beiß euch ein Stirn ins Ohr, damit sie der Schaf da stehst und reiß euch die Damen aus und häng's euch um ein Hals wie die Hawaii. Wenn das so ist, Herr Verstanden, dann gehen wir halt, ne? Bitte, Majestät. Danke. Ihr hättet auch höflich sagen können, ne? Ganz meine Ansicht. Und so schreit und da immer. Mich schaut aber so. Nee, du bist so schlecht. Naja, den wir mal zur Garde schicken. Tatsächlich? Ich dachte immer, ich wäre zu klein von Wuchs für die Garde. Na, das passt schon. Sie tragen ja den polierten Helm quasi am Mann. Genug gescherzt. Wo ist denn Ihr Kamerad? Er muss jeden Moment hier sein. Ah ja. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir machen dabei freiwillig ein paar Liegestütze, bis er da ist. Hm? Zu Befehl. Seifenstein? Majestät? Seifenstein, wir haben alles erledigt. Tatsächlich, Majestät? Ja. Stellen Sie sich vor, wir sind gar nicht der Oberbefehlshaber des österreichischen Bundesheeres. Nicht? Nein, das ist der Bundespräsident. Ist das nicht lustig? Ja? Ja, und wir haben mit ihm geredet und er hat gesagt, wir müssen das gar nicht machen. Und das bedeutet? Dass wir nach Hause gehen können, Seifenstein. Aber das ist ja brillant, Majestät. Das ist richtig. Also dann, wiederschauen, Seifenstein. Majestät? Ach so, ja. Sie wissen ja, wie das so ist, wenn man mit dem Bundespräsidenten telefoniert. Er sagt, Sie müssen den Grundwehrdienst nicht machen. Wir sagen, das können wir doch nicht annehmen. Und so ergibt ein Wort das andere. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass Sie statt mir den Grundwehrdienst machen. Was? Ich, Majestät? Ja, also bis dann. 6 Monate. Wiederschauen, Seifenstein. Ciao. Ich? Ich? Rekrut Seifenstein. Sind wir bereit für eine gediegene Grundausbildung? Zu Befehl, Herr Vizeleutnant, machen Sie einen Killer aus mir. Wo ist denn? Auf geht's. Können wir uns gar nicht so genau dran erinnern, Seifenstein? Tatsächlich, Majestät? Ich mich dafür umso genauer. Aha. Sagen Sie, haben Sie nicht auch Musik in Ihrer Chronik heute? Da gibt es doch sicher irgendwas, was wir vergessen haben, ne? Nun, Majestät, nehmen wir das Beispiel Song Contest. Ah, ja. Als der Udo Jürgens gewonnen hat, waren wir ja noch nicht Kaiser, ne? Dafür waren wir schon Kaiser, als die Conchita gewonnen hat. Und dazwischen? Und danach? Das hat sein schon her. Nous rendez-vous dans le plafond avec tous les autres, le Tour Eiffel? Oh oui, monsieur, monsieur l'empereur, c'est charmant. Wir verstehen kein Wort, ihr redet überhaupt kein Französisch. Offensichtlich sprechen Majestät einen Dialekt, wie er nur in elitären Privatschulen gelehrt wird. Ja, ja, trottoir, trottoir, trottoir. Da
Kann man Deutsch auch reden mit dir, Seifenstein? Sehr wohl, Majestät, Frau Zoe ist Österreicherin. Eine Zoe ist sie also. Ja, wie spricht man das aus, das Zoe? Eure Majestät hat es perfekt gemacht. Wirklich mit I? Ja, Zoe. Mit einem I? Zoe, so ungefähr. Zoe? Ja. Nicht Zö? Nein, auch nicht Zoe. Zö mal! Na, so, beim Musiker ist ja das von Vorteil, ne? Das stimmt, Eure Majestät. Na? Zö. Zö gefällt uns fast besser. So wienerisch, Zö. Nein, es ist eine Mischung aus Wienerisch und Französisch. Zö, es kann beides sein. Ne? Auf jeden Fall. Und sie ist in Stockholm gewesen. Genau. Wie viel der Platz war das? Ich bin 13. geworden. Also wir sind 13. geworden. Brav, ihr brav. Seid 13. geworden. Beim insgesamten Werten. Aber. Ja. Vielleicht hat sie das falsche Kleid angehabt. Wenn die solche Haxen gesehen hätten, hätte es vielleicht noch mehr Punkte gegeben. Ha? Nein, beim Televoting sind wir Achter geworden. Achter beim Televoting? Aber die Jury hat leider nicht so viele Punkte. Ja, Jury. Ja. Wie viele Punkte hat Deutschland bekommen, sag ich verstanden? 11, Majestät. Was? 11 Punkte für Deutschland und Österreich? 151. Sieg, Seifenstein, Sieg! Ja, an das kann man uns natürlich erinnern. Tatsächlich, Majestät? Ja, selbstverständlich, Seifenstein. Immer wenn wir die Bifka herpanieren, können wir uns daran erinnern. Also weiter, Seifenstein. Befehl, Majestät. Wie alt ist sie? Sie schaut ja blutjung aus. So als hätten wir uns die Finger verbrennen. Eure Majestät, ich bin 19 Jahre alt. 19? Ist das legal, Seifenstein? Das kommt darauf an, woran Majestät gerade denken. Denk mal lieber an was anderes. Denk mal an Singen, ne? Mit diesem Lied, ja? Das ist ja Französisch. Warum ist es Französisch? Das hat sich so ergeben, als ich begonnen habe, Musik zu machen mit meinem Vater gemeinsam. Da, ja. Da ist es einfach entstanden. Ich war in einer französischen Schule. Und, so das hat er sich leisten können als Musiker? Meine Großeltern haben da geholfen, ja. Was sind die Großeltern vom Beruf? Das ist immer so kompliziert. Das, die haben Geld. Irgendwas mit Management. Geld. Irgendwas so. Mit Geld. Irgendwas mit Geld, genau. Aha, dann kann sich der Bruder ja leisten, dass er dann Musiker wird, ne? Wir arbeiten hart, Euer Majestät. Ja, ja, das heißt aber nicht, dass man Geld verdient. Das stimmt, Euer Majestät, das stimmt. Na? Wir arbeiten auch sehr hart, verdienen null. Gar nichts. Ich weiß. Geht alles aus Seifenstein. Ja, ja. Ja. Ich liege es aber. Der verdient so viel, der frisst sich selber die Haare vom Schädel. Ja, was denn, Seifenstein? Wir denken schon an was ganz was anderes. Na dann, Majestät. Hofbildstelle, bitte. Stopp. Oh, woher kommen die Schwammerl her? War das die Idee vielleicht vom Papa? Ne? Pass auf, ich bin am besten und komponiere mit den Schwammerl. Super, ist pure Natur. Und meine Idee ist, du singst und da kommen die Schwammerl raus. Und keiner brockt's an und wir bearbeiten uns sie alle und dann essen wir alle Schwammerlsalat. Ungefähr so. Kommen die vielleicht aus dem Boden raus, weil sie so gesungen hat, Seifenstein? Das könnten wir herausfinden, Majestät. Aha, wie? Vormärz! Wir nehmen einfach einen Blumentopf, lassen Frau Zoe ein bisschen singen und schauen, was passiert. Aha. Okay. Na ja, dann bitte. Singen? Na ja. Dans un pays loin d'ici, à la recherche du paradis. Dans un pays loin d'ici. Vielleicht ein bisschen lauter. Et quand la route nous semble. Nous sommes
Ja, danke, danke, danke. Wir sind gerade irrsinnig beeindruckt beim unglaublichen Special Effects vom ORF. Da ist die Hälfte von der Gießgebühr draufgegangen. Apropos vergessen, Seifenstein, was ist denn eigentlich aus unserem Professor geworden? Majestät meinen den Psychiater, der Majestät damals behandelt hat. Ja, sagen Sie, wo war seine Praxis, in der Berggasse? Auf dem Schottenberg. Genau, Schottenberg, ja. Das war überhaupt nicht lässig, he. Das ist nur zu wahr. Goe? Ja, ich muss schon. Vormärz, folgende Dienstanweisungen geht ab sofort an das gesamte Hofpersonal. Die Redewendung "das bleibt unter uns" heißt ab sofort "alle bleiben unter uns" und ist nur noch von seiner Majestät anzuwenden. Und die Redewendung "Hans guck in die Luft" heißt ab sofort "Hans guck in die Wurst". Hat er das verstanden? Na dann hopp. Halt! Ich habe doch gesagt, keine Privataudienzen in nächster Zeit. Bitte. Kennt sie mich so wenig, dass sie denkt, ich lasse mich davon beeindrucken? Aber seine Majestät ist viel kränker als das. Also gut, aber nur, weil ich dringend Geld für die Spezialbehandlung seiner Majestät benötige. Aber nur schauen und nur ganz kurz. Um Gottes Willen, was hat er denn? Eine seltene, aber umso gefährlichere Erbkrankheit. Na, voll lässig, ey. Und ich nicht mehr Angst für die Worte. Seine Majestät hat oberösterreichisch. Das ist Love, das ist Love, aber das ist Love. Eine Superhero, aber nicht mehr. Aber keine Angst. Ich habe einen Spezialisten kommen lassen. Er muss jeden Moment hier sein. Wir planen eine Schocktherapie. Exzellenz. Professor, endlich. Irgendeine Besserung seit gestern. Ganz im Gegenteil. Er redet jetzt nur noch Gossensprache. Oh, naja, das habe ich erwartet. Das ist aber in Oberösterreich ganz normal. So, ich habe alles für die Schocktherapie vorbereitet. Wir haben allerdings keine Zeit zu verlieren. Sonst ist es zu spät. Um Gottes Willen, Professor. Herr Professor, retten Sie ihn. Retten Sie Österreich. Was bist denn du überhaupt für ein Typ, he? Was machst du mit meinen Ohren? Ah, das finde ich überhaupt nicht lässig, he? Der Seifenstoß ist gekommen. Ah, hör auf! Professor! Die Behandlung war erfolgreich. Ich konnte die Krankheit unter Kontrolle bringen. Ist er geheilt? Na ja, schauen Sie, es gibt keine Heilung für Oberösterreichisch. Aber sein Zustand ist stabil. Und ich konnte sogar ein typisches Wiener Idiom etablieren. Das ist ja großartig. Darf ich gleich zu ihm? Gehen Sie nur rein, wenn Sie was brauchen, rufen Sie mich wieder an. Danke, Professor. Majestät? Majestät? Seifenstein! Dieser Doktor ist ein glumpertes Mann. Alter, bin ich eh gesund, Alter. Herr Professor? Herr Professor? Seifenstein, wo gehst du? Taborstraße. Nimm mich mit, Alter. Seifenstein. Alter, dieser Seifenstein ist eine unglaubliche Depperte. Mit eurer Majestät, ich muss jetzt doch noch auf das Thema Fußball kommen. Nein, Seifenstein, nicht Fußball. Wir haben unserem Nationalteam zwar vergeben, aber vergessen wollen wir es trotzdem. Majestät, in dieser Geschichte ging es gar nicht um
unser Nationalteam, sondern um das amerikanische. Aha, und was ging uns dann das an? Der vielfache internationale Andreas Herzog. Wo war er denn, während er das letzte Mal bei uns war? Und dazwischen, meinen wir? Also dazwischen war er in Amerika 5 Jahre. 5 Jahre in Amerika. Als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann von der amerikanischen Nationalmannschaft. Ja. Und jetzt hat halt leider der neue Präsident das Ruder übernommen, der Donald Trump. Und der hat gleich mal die ersten 2 Ausländer abgesägt und hat uns gleich wieder nach Europa geschickt, leider. Ja, sicher. Na klar, die ganzen Illegalen ausgekauft. Wir können uns erinnern, er hat uns ja mal zu einer WM geschossen. Da können wir uns genau erinnern, da sind wir vom Fernseher gesessen. Das war... War das nicht das Spiel gegen die Schweden? 1997, mit dem er Österreich den Sieg sicherte. Und ich würde sogar sagen, es war das Spiel gegen die Schweden. Hofbildstelle. Ja, natürlich sind wir einigermaßen optimistisch bei diesem Spiel. Aber man darf nicht vergessen, die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Gott sei Dank hat er damals nicht so gespielt, wie der geredet hat jetzt, ne? Ich habe eine Frage, war er vorher mit eurer Majestät ein bisschen Sekt trinken? Schaut aus, wie wenn er schon 5 Gläser geleert hätte, bevor er das... Wenn der mit uns vorher saufen gewesen wäre, wäre er nicht zum Dienst erschienen. Ja? Wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Ein Glas würde ich gerne mittrinken. Ja, Seifenstein, lass uns ein Glas. Sehr gerne, Majestät, Biedermeier. Wie schaut es jetzt aus beruflich für ihn? Gibt es irgendwelche Angebote schon? Ja, es ist so, dass ja jetzt im November der Vertrag jetzt nicht aufgelöst worden ist, sondern dass wir quasi in die Wüste geschickt worden sind, der Jürgen und ich. Und jetzt ist so, dass ich eben in Verhandlungen stehe mit dem amerikanischen Verband wegen der Vertragsauflösung, wie das am besten ausschaut, wie man das machen kann. Und das wird jetzt wahrscheinlich 1-2 Monate dauern und dann wird man halt sehen, wie es weitergeht. Also bis früher möchte ich jetzt ehrlich gesagt nichts machen, möchte ein bisschen durchschnaufen. Jetzt war ich 5 Jahre. Fast die Hälfte vom Jahr immer in Amerika drüben und jetzt glaube ich, ist es an der Zeit, dass ich mich ein bisschen mehr um meine Familie, um meine Frau und um die 2 kleinen Kinder kümmern will. Ah, die sind da in Österreich? Die waren hier in Österreich und ich bin immer hin und her gependelt, bin sehr, sehr viel im Flugzeug gesessen, aber der Job hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es weit weg war. War wahrscheinlich für die Entwicklung der Kinder sehr wichtig, dass er weg war, gell? Werden wir sehen. Wenn so wäre, war es wenigstens sehr sinnvoll. Und mit dem Jürgen Klinsmann hat er da schon Englisch reden müssen, ist ja ein Deutscher. Ja, es war so, wenn wir zu zweit waren, haben wir Deutsch miteinander gesprochen, aber wir Amerikaner dabei war es logisch, dass dann auch jeder alles versteht, was wir besprechen. Und da war das Abkommen, dass wir Englisch miteinander reden, auch wenn mein Englisch mit ein bisschen einem amerikanischen Akzent war. Ist das Wort mit F sehr oft vorgekommen? Football, ja, sehr oft. Der hat ein Hirn, der ist ja nicht der Polster, gell? Naja, um den Herzog braucht man sich keine Sorgen zu machen, Seifenstein. Ist ein aufgeweckter Kerl, der findet sich sicher was. Nun, Majestät, unseren neuesten Informationen zufolge ist Herr Herzog... Das hast du dir heute gekauft? Und das hast du jetzt an? Das müssen wir in echt sehen. Ja? Seifenstein, merken Sie sich, was Sie gerade sagen wollten? Wir sind gleich wieder da, gell? Wusch, wusch, wusch. Na ja, was soll's. Auf einen Tag früher oder später kommt's auch nicht an. Immerhin ist meine Chronik für die Ewigkeit gedacht. Na?